Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 5a und 5b. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur nachhaltigen Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Ich lese langsam vor, damit Sie die Plätze tauschen können. Sowie Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel § 30c des Soldatengesetzes ersatzlos streichen, wöchentliche Rahmendienstzeit in der Bundeswehr flexibilisieren. Nach interfraktionellen Vereinbarungen sind für diese Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch dazu, dann ist es so beschlossen. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, die an der Debatte teilnehmen, Plätze einzunehmen. Die anderen bitte, den Raum zu verlassen oder Gespräche einzustellen. Und dann rufe ich auf als erste Rednerin die Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen. Würden Sie bitte nicht fotografieren hier im Raum. Das haben wir eigentlich vereinbart. Das gilt für alle. Dankeschön. Frau von der Leyen, bitte schön. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Soldat sein ist kein Beruf wie jeder andere. Das ist ein Satz, den wir häufig gehört haben. Der Satz stimmt. Aber er wird auch häufig dafür genommen, zu begründen, dass ganz normale Arbeitnehmerbelange, also sogenannte weiche Themen für Soldatinnen und Soldaten, nicht relevant sind. Das ist im doppelten Sinne falsch. Erstens sind diese weichen Themen ganz oft ganz harte Wirklichkeit. Und zweitens, gerade weil Soldat sein kein Beruf ist wie jeder andere, gerade weil diese Männer und Frauen bereit sind, mehr zu geben als motivierte, engagierte Arbeitsleistung, gerade deshalb sollten wir die Soldatinnen und Soldaten mindestens genauso gut schützen, versorgen und sozial absichern wie alle anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land. Auch deshalb legen wir dieses Artikelgesetz vor. In der vergangenen Legislaturperiode haben wir mit der Agenda Attraktivität begonnen. Die ersten großen Themen sind gewesen Vereinbarkeit von Dienst und Familie, das Thema Karrierepfade zum Beispiel oder die Modernisierung der Unterkünfte. Mit dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf gehen wir weitere Großthemen an und ich möchte einige Beispiele daraus exemplarisch nennen. Wir verbessern für unsere freiwillig Wehrdienstleistenden die Besoldung. Unsere FWDLer machen einen Klassedienst, sie machen das freiwillig. Ihr Sold wird bis zu 80% der Bezüge der Zeit- und Berufssoldaten erreichen jetzt. Das kann für den einen oder anderen FWDLer durchaus einige 100 Euro im Monat mehr bedeuten. Und wir werden gleichzeitig für unsere FWDLer auch das Trennungsgeld und die Erschwerniszulagen hinzufügen. Also sie erhalten die jetzt neu, wenn sie sich länger als ein Jahr verpflichten. Wie ihre Kameradinnen und Kameraden auch, werden sie dann eingestuft. Das würdigt den freiwilligen Dienst dieser jungen Männer und Frauen. Es würdigt die freiwillige längere Verpflichtung und insgesamt profitieren davon über 8.000 FWDLer in Zukunft. Wir tun auch etwas für unsere Reservedienstleistenden. Sie bekommen Zusagen und Zuschläge, die werden jetzt angeglichen auf die Höhe der aktiven Soldatinnen und Soldaten. Wir werden, das finde ich ganz wichtig, die Arbeitgeber, die eine maßgebliche Rolle bei den Reservedienstleistenden spielen, indem sie freistellen müssen, dafür finanziell entlasten. Wir werden den Reservedienst so gestalten, dass er künftig auch 10 Monate im Jahr lang ausgeübt werden kann und dass er auch in Teilzeit ausgeübt werden kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im letzten Jahr haben 17.500 Männer und Frauen Reservedienstleistungen erbracht. Und diese Verbesserungen in diesem Gesetz sind auch dazu da, diesen großartigen freiwilligen Einsatz zu würdigen und Dank und Anerkennung dafür auszusprechen. Wir verbessern die Therapien für einsatzgeschädigte Soldatinnen und Soldaten.
Es ist manchmal so in den Therapien, insbesondere wenn wir von PTBS sprechen, dass es sinnvoll und hilfreich sein kann, Familienangehörige mit in die Therapien einzubeziehen. Bisher wurde das nicht von der Bundeswehr in den Kosten getragen. Das ändern wir jetzt. Gerade bei PTBS-Behandlungen kann das sinnvoll und notwendig sein. Es sind zurzeit knapp 1.300 Soldatinnen und Soldaten aus ganz unterschiedlichen Gründen in der Rehabilitation. Dieses Gesetz ermöglicht jetzt, wenn es verabschiedet ist, dass Familienangehörige, wenn sie in die Therapie einbezogen werden, dass diese Kosten von der Bundeswehr dann auch übernommen werden. Wir entwickeln die Einsatzversorgung weiter. Bei Verletzungen, die im Einsatz geschehen, gibt es heute schon eine besondere Absicherung. Das ist gut. Bisher war es so, dass Bundeswehrangehörige, die in den Einsatz gleichen Verpflichtungen zu Schaden kommen, das sind im Augenblick über 13.000 Männer und Frauen, die in einsatzgleichen Verpflichtungen sind. Wenn es tragischerweise zu Unfällen oder Schäden kam, dann war das bisher ein sehr bürokratisches Verfahren, wo jeder Einzelfall genau betrachtet werden musste. Dieses Gesetz regelt jetzt neu, dass bei einsatzgleichen Verpflichtungen ab Gefährdungsstufe 3, das ist in etwa Litauen Enhanced Forward Presence, die Versorgung automatisch genauso behandelt wird bei Schäden in der einsatzgleichen Verpflichtung, wie das bei einem mandatierten Auslandseinsatz auch gilt. Und wir verbessern die Fürsorge über das Dienstzeitende hinaus. Das ist mir ein ganz wichtiger Teil, denn viele Soldatinnen und Soldaten auf Zeit verbringen zwar einen erheblichen Teil ihres Arbeitslebens bei der Bundeswehr, aber danach muss auch der Übergang in den zivilen, in das zivile Erwerbsleben gelingen. Und das ist gerade für ältere Soldatinnen und Soldaten oft eine gewaltige Herausforderung. Wir wollen diesen Schritt so gut wie irgendwie möglich vorbereiten. Deshalb bauen wir die Berufsförderung aus, mehr Bildungsoptionen, mehr Berufspraktika, mehr Lohnkostenzuschüsse. Das ist ganz wichtig, wenn die Eingliederung dann in einen neuen Beruf oder in eine neue Arbeitnehmerfunktion in einem neuen Unternehmen gelingen soll. Gerade für länger dienende Zeitsoldaten verbessern diese Fortschritte, die wir jetzt in der Berufsförderung haben, die Eingliederung in den zivilen Arbeitsmarkt. Und wir schaffen endlich das Schulgeld ab. Es war ja ein absurder Zustand bisher, dass wir ausbilden am Ende der Dienstzeit für besondere nachgefragte Berufe, den Soldatinnen und Soldaten den Sold gezahlt haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite sofort durch Schulgeld das wieder abgenommen haben. Das schaffen wir jetzt ab, das ist gut. Von diesem Maßnahmenbündel profitieren über 5.000 Soldatinnen und Soldaten. Schlussendlich als weiteres Beispiel, wir verbessern die rentenrechtliche Absicherung im Übergang, den ich eben geschildert habe. Es gibt nach Ende der Dienstzeit sogenannte Übergangsgebührnisse. Bisher klaffte hier eine Rentenlücke. Es wurden gar keine Rentenleistungen gezahlt und bei der Rente zählt nicht nur die Höhe der Beiträge, die gezahlt werden, sondern bei der Rente ist zum Schluss ganz, ganz wichtig, wie lange Zeit man eingezahlt hat. Und die kann man später nie wieder nachholen. Deshalb ist dies ein ganz wichtiger Schritt. Wir schließen diese rentenrechtliche Lücke jetzt. Die Bundeswehr zahlt künftig auf diese Übergangsgebührnisse Rentenbeiträge. Das bedeutet für jemanden, der 5 Jahre Übergangsgebührnisse bezieht, und das kann durchaus häufig der Fall sein, eine Rentensteigerin von immerhin ca. 160 Euro im Monat im späteren Rentenleben. Das ist ein ganz wichtiger Meilenstein nach vorne. Wir verbessern die Rentensituation auch von FWDLern und Reservedienstleistungen. Das heißt, wir erhöhen die Beitragsbemessungsgrundlage um 20%. Für dieses ganze Rentenpaket stehen im Jahr etwa 130 Millionen Euro zur Verfügung. Das zeigt auch, welch ein Gewicht dieses Maßnahmebündel hat. Meine Damen und Herren, mit diesem Artikelgesetz, das wir heute einbringen, stärken wir die Bundeswehr als attraktiven und verantwortungsbewussten Arbeitgeber. Vor allem aber honorieren wir mit diesen Verbesserungen den herausragenden Dienst, den unsere Soldatinnen und Soldaten für ihr Land leisten. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Ursula von der Leyen. Nächster Redner, Jens Kästner für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Damen und Herren Abgeordnete, Zuschauer und Kameraden vor dem Bildschirm. Heute geht es um den Gesetzentwurf zur nachhaltigen Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Ein starker Name, nachhaltige Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Für Außenstehende klingt das fast schon animalisch. Starke Begriffe wie nachhaltig, Stärkung, Einsatzbereitschaft sollen dem Laien etwas Positives vermitteln. In Wirklichkeit ist es nichts anderes, als zu nebeln und zu blenden. Und Frau von der Leyen, was Sie ja eben zum Thema PTBS gesagt haben, Sie wissen genau, dass Sie noch lange nicht da sind, wo wir eigentlich schon lange hätten sein sollen. Gerade nach 18 Jahren Afghanistan beschränken Sie sich auf Ihre Vitalfunktion. Und das finde ich hier eine Frechheit. Wir sind noch lange nicht da, wo wir sein sollten. Und Sie verkaufen das hier wieder, dass das wunderbar ist. Wir kümmern uns um unsere Soldaten. Nein, das tun Sie nicht. Und waren es nicht Sie, Frau Ministerin, die von der Agenda Attraktivität mit der dazugehörigen Trendwende Personal gesprochen hat und sie auch ausgerufen hat? Und das ist meine normale Stimme, das sind Führungsmittel, Entschuldigung. Im fünften Jahr der Zeitrechnung, in der Zeit von Frau von der Leyen, legt man nun eine Selbstkapitulation der eigenen Politik vor. Nichts von dem, bei Ihnen zu Hause will ich auch gar nicht sein. Ja, von all dem, was man angekündigt hat, hat man nichts eingehalten. Sie möchten den Reservistendienst attraktiver machen, wie man hier lesen kann, möchten mehr Reservisten gewinnen, ja, die in unseren Streitkräften letztendlich dienen. Aber wo ist denn dann bitte auch der Rückhalt? Wo sind denn die kritischen Stimmen aus dem Reservistenverband? Warum wurden die denn nicht gehört, die auch deutlich angebracht worden sind? Das haben die angezeigt und auch mit klaren Fakten untermauert. Das hat man mir gegenüber auch zum Ausdruck gebracht. Und wir haben doch hier in unserem Haus, Sie sitzen mir genau gegenüber, sind ja der Präsident, Herr Veit, warum haben Sie denn nicht auf die Kameraden gehört? Warum haben Sie das dann hier nicht eingebracht? Warum haben Sie denn die Sorgen und die Nöte nicht gehört? Warum sind die denn nicht alle hier mit eingeflossen, so wie es sein sollte? Hören Sie Ihren Kameraden nicht zu oder sind Sie einfach zu schwach, hier in Berlin die Forderung Ihres Verbandes, Ihrer Kameraden einzubringen? So kommt es mir nämlich so vor. So oder so, Herr Veit, für mich persönlich verraten Sie die Interessen der Reservisten. Ich bin selbst einer, auf die unsere Streitkräfte angewiesen sind und das gerade in dieser personalkritischen Situation. Wir brauchen engagierte Kameraden, die sich in ihrer Freizeit für die Streitkräfte einbringen und ihre Fähigkeiten anbieten. Mit Ihrem Gesetz fehlt den Kameraden Geld, wenn sie sich entscheiden, zu dienen. Mit diesem Gesetz stärken Sie beileibe nicht die Attraktivität und den Einsatzwillen der Kameraden. Hier ist Ihnen nicht ein so großer Wurf gelungen, wie eben von der Ministerin vorgetragen wurde. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und noch dunkler wird es dann, wenn ich folgenden Punkt betrachte. Schaffung der temporären Möglichkeit, die Anwendung von Arbeitszeitvorschriften für bestimmte genau bezeichnete Tätigkeiten in den Streitkräften auszusetzen, wenn dies erforderlich ist, um die Tätigkeit im erforderlichen Umfang ausüben zu können. Hier spricht man dann von der sogenannten Spezialistenregelung. Wer oder was sind denn dann bitte Spezialisten? Für wen gelten denn dann diese Sonderregelungen? Für alles und für jeden letztendlich, weil es der Dienstbetrieb gar nicht mehr anders zulässt? Mit der Arbeitszeitverordnung, Frau Ministerin, da hat man ein ziviles Instrument der Bundeswehr aufgepfropft, was überhaupt nicht dazu passt, was an allen Ecken und Enden kneift. Ich habe das ja gar nicht verstanden. Ja, Sie, alles gut, alles gut. Ich habe das schon verstanden. Eigentlich würde ich von Ihnen erwarten, Sie sind doch ehemalige Kameraden, Sie sind ehemalige Soldaten, Sie sollten doch für Ihre Leute da sein. Sie sollten für die da sein. Und sowas kann man nur machen, wenn man nicht versteht, wie Streitkräfte funktionieren, wenn man nicht die innere Haltung versteht und nicht weiß, wie unsere Streitkräfte ticken. Aber das habe ich Ihnen schon mehrfach gesagt. Aber es geht wahrscheinlich links rein und rechts raus. Alles das haben Sie nicht verstanden und bei anderen Dingen hat sie das gezeigt. Und heute offenbart sie das noch mal ganz deutlich, liebe Frau Ministerin. Man drängt gestandene Soldaten dazu, gestandene Dienstgrade, eine Nebentätigkeit anzumelden. Jetzt haben die zwar genügend Zeit, aber man hat keine monetären Anreize mehr. Da ist dann dieses klassische Beispiel, und das finden Sie überall in der Truppe, das ist dann der Stabsfeldwebel, der im Fitnessstudio jobbt, um sich nebenbei noch was dazu zu verdienen. Respekt und Anerkennung, CDU, das sind Ihre Leute, für die waren Sie immer da. Ja, gute Nacht. Dann sind es weiter die Kameraden, die mit ihrer Lebensplanung auf ein anderes System gesetzt haben. Ja, heute haben Sie genügend Freizeit, das kennen Sie, aber heute werden Sie
damit konfrontiert, dass nur noch die Freizeit da ist und kein Dienst zu ungünstigen Zeiten mehr oder die Anrechnungsfälle, die sie gewöhnt waren. Kompaniechefs und Spieße, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Aufträge zu erledigen haben, weil die Kameraden Wochen im Urlaub sind und nicht mehr da, wenn sie ihren Dienst erfüllt haben. Ausbildungsmaßnahmen wie zum Beispiel auf einer Standortschießanlage, die man früher abbrechen muss, weil man ja pünktlich Dienstschluss machen muss. Und dann geht es nicht darum, ob das Ausbildungsziel erreicht ist, beziehungsweise ob ich gute oder schlechte Schießergebnisse habe. Nein, es geht einfach nur noch darum, dass ich pünktlich Dienstschluss habe. Eine Ausbildung wie das Nachtschießen ist nur noch unter den größten Mühen durchsetzbar. Früher war das Tagesgeschäft, natürlich ist das so. Mensch, Herr Otte, gucken Sie doch mal. Gehen Sie doch mal in die Truppe. Lesen Sie nur noch auf dem Blatt Papier. Gehen Sie in die Truppe, dann werden Sie es sehen. Der deutsche Anteil der NATO Battle Group Litauen konnte durch das Einführen von Sonderregelungen nur verhindern, dass nach dem Abschluss ein ganzes Bataillon des Heeres mehrere Wochen im Urlaub gewesen wäre. Dann sind da mittlerweile in den Bataillonen extra geschaffene Dienstposten, die sich damit beschäftigen, Zeiterfassungsbögen zu führen und diese auszuwerten. Wieder ein Soldat mehr im zahnlosen Wasserkopf der Bundeswehr. Hier wird gekämpft, ja, aber nicht gegen den außenstehenden Feind, der vielleicht mal gegen unsere Republik andrückt. Nein, hier wird gegen die Bürokratie gekämpft, die Sie alle der Bundeswehr aufgefropft haben. All dieses ist absurd und ist eine Ausgeburt der Unfähigkeit, Truppen zu führen und zu verstehen, wofür eine Bundeswehr steht und welche Aufgabe sie letztendlich erfüllen muss. Die soldatische Lebensrealität sieht heute so aus, dass die Organisation immer mehr ins Ungewisse führt im täglichen Dienstbetrieb. Die gestalterische Flexibilität für die Ausbildung von Soldaten wird den Vorgesetzten genommen und man kann bei diesen Regeln, die da vorherrschen, ja schon von einer Art Planwirtschaft sprechen, die man eingeführt hat. Und hier auch bitte an die Adresse von Ihnen, Frau Ministerin. Der Erfolg der Bundeswehr bemisst sich einzig und allein an der militärischen Einsatzbereitschaft der Streitkräfte. Das ist das Maß aller Dinge und nicht irgendetwas anderes. Denn alles andere, das ist buntes Vogelgesinge. Das geht über Cis- und Trans-Sternchenmenschen in den Streitkräften, dubiose Beraterdienstleistungen, die Geschichte Gorch-Fock, Einsatzbereitschaft der Bundeswehr bis hin zu diesem Gesetz, das wieder alles will, aber dann letztendlich nicht doch alles erreicht, was wir für unsere Truppe erreichen sollten. Sie versuchen hier nachzubessern, aber sie scheuen sich doch, Fehler hier klar zu benennen und zu erkennen. Aber nur wenn man bereit ist zu verstehen, was falsch ist, wird man in die Lage versetzt, etwas besser zu machen. Sie scheuen sich aus Angst vor der eigenen Courage, das Richtige zu tun. Wenn Angst die Seele auffrisst, dann ist man falsch auf dem Posten, den man bekleidet. Mut ist das, was man sich von vielen Politikern wünscht, aber nur von wenigen bekommt, sagte einmal der Nobelpreisträger Günther Blobel. Und hier auch wieder an Sie, Frau Ministerin, an Ihre Adresse und natürlich auch die hier Anwesenden, die immer so schön dazwischen gerufen haben, dass ich ja keine Ahnung habe. Jetzt gilt es einmal, Mut in Ihrem Leben zu beweisen. Und Mut ist etwas Gutes. Wenn Mut Sie durchströmt, dann ist das etwas Kräftiges, dann ist das etwas Vernünftiges. Und dann tun Sie etwas Gutes für unsere Streitkräfte, unterstützen Sie unseren Antrag, § 30c Soldatengesetz, ersatzlos streichen, die wöchentliche Rahmendienstzeit in der Bundeswehr flexibilisieren. Damit würden wir den richtigen Weg denken für unsere Sie Bundeswehr gehen. Jawohl, komme ich zum Ende, Frau Präsidentin, und wieder Luft zum Atmen schaffen, sodass unsere Armee wieder die Flexibilität im Dienst und in der Ausbildung erreicht, die sie braucht. Dankeschön. Dankeschön, Herr Kästner. Nächster Redner, Dr. Fritz Felgentreu für die SPD-Fraktion. Herr Kollege Kästner, ein gut gemeinter Rat. Der Kommisston passt nicht zum Parlament. Wenn Sie lieber Soldat wären, dann machen Sie eine Dauerwehrübung. Aber selbst da würde ich Ihnen raten, wenn Sie in diesem Ton mit Ihren Untergebenen reden, seien Sie vorsichtig wegen der Attraktivität der Bundeswehr. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, vor gut 3 Jahren ist die Soldatenarbeitszeitverordnung in Kraft getreten. Seitdem gilt für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr eine Wochenarbeitszeit von 41 Stunden, im Normalbetrieb natürlich, nicht im Einsatz oder im Manöver. Ungefähr ein Vierteljahr nach der Einführung hatte ich ein Gespräch mit einem schon damals etwas genervten, altgedienten Offizier, der mir erklärte, dass ihn schon das Wort Arbeitszeit eigentlich stört. Denn ein Soldat, so mein Gesprächspartner, der arbeitet ja nicht, er dient. Und deswegen sei das alles sträflicher Unsinn.
Ich habe längere Zeit über das Gespräch nachgedacht, denn mein sozialdemokratisches Bauchgefühl sagte mir natürlich, eine geregelte Wochenarbeitszeit ist eine gute Sache im Interesse der gesamten Organisation und der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und mein Bauchgefühl als Reserveoffizier sagte mir, ja, aber Soldat ist kein Beruf wie jeder andere. Das Selbstverständnis ist nicht das gleiche wie bei Beschäftigten in der Industrie. Soldatinnen und Soldaten verstehen schon den Unterschied zwischen Arbeit und Dienst und orientieren sich auch daran. Und insofern hatte der Kamerad nicht vollkommen Unrecht. Aber, meine Damen und Herren, die Schlussfolgerung aus solchen Überlegungen kann doch nicht sein, dass wir in unserer hochprofessionellen Freiwilligenarmee den Anspruch auf eine geregelte Arbeits- oder von mir aus Dienstzeit und auf planbare Freizeit zurücknehmen. Sondern andersrum wird ein Schuh draus. Die Professionalisierung der Bundeswehr seit Abschaffung der Wehrpflicht erfordert auch vom Dienstherrn ein neues Verständnis für seine Fürsorgepflicht. Das Ziel ist eine zu einsetzen und Landesverteidigung gleichermaßen befähigte, leistungs- und kampfstarke Armee. Und um dieses Ziel zu erreichen, muss die Bundeswehr auch attraktiv sein. Und attraktiv ist die Bundeswehr nur, wenn sie einerseits dem Nachwuchs eine gute Perspektive für den Berufs- und Lebensweg bietet und andererseits den Soldatinnen und Soldaten, die schon lange in der Bundeswehr dienen, gute Bedingungen und eine zeitgemäße soziale Absicherung zu bieten hat. Denn für die Attraktivität kommt es eben nicht nur darauf an, was der Berater im Karrierecenter vor den neuen Bewerberinnen und Bewerbern entfalten kann, zum Teil buchstäblich in Form eines Prospekts, sondern auch auf die Berichte des 50-jährigen Stabsfeldwebels im Kreis seiner zivilen Freunde und Verwandten. Attraktivität ist ein ganzheitliches Konzept. Diesem ganzheitlichen Konzept, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist auch der vorliegende Gesetzentwurf verpflichtet. Als Artikelgesetz wirkt es auf den ersten Blick wie ein etwas unübersichtliches Sammelsurium von Einzelvorschriften, aber es folgt in Gänze der Philosophie, die soziale Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten zu verbessern und den Dienst in der Bundeswehr für sie, auch für die Reserve, auch für die Freiwilligdienstleistenden, nicht unbedingt leichter, aber attraktiver zu machen. Ein echter Durchbruch ist auch aus unserer Sicht die Einführung einer Rentenversicherungspflicht, Frau Ministerin, für die Übergangsgebührnisse von Zeitsoldaten, die aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Das ist ein wichtiger Schritt. Ein wichtiger Schritt zur Vorbeugung gegen Altersarmut, den wir als SPD lange gefordert haben. Und insgesamt hilft der Ausbau des Berufsförderungsdienstes beim Übergang selbst, damit ehemalige Soldatinnen und Soldaten erfolgreich ihren Platz im zivilen Berufsleben finden. Sehr wichtig ist auch der klare Blick für die Bedürfnisse von Soldaten, die im Einsatz traumatisiert oder körperlich geschädigt worden sind. In Zukunft wird zeitlich begrenzt Angehörigen wie zum Beispiel den Ehepartnern die Teilnahme an Therapiemaßnahmen finanziert. Eine in jeder Hinsicht sinnvolle Maßnahme. Denn die Nähe zu geliebten Menschen kann bei der Therapie der Einsatzgeschädigten sehr hilfreich sein. Oft sind aber auch die Angehörigen selbst indirekt traumatisiert und lernen in der Therapie das Geschehene zu verarbeiten und damit zu leben. Echten Fortschritt bringt auch das Vorhaben, die Einsatzversorgung nicht nur in den Auslandseinsätzen, sondern auch bei NATO-Manövern oder NATO-Verwendungen und Aufträgen innerhalb des Bündnisgebietes zu gewähren. Warum soll der NATO-Dienst in Litauen schlechter abgesichert sein als der mandatierte Einsatz im Kosovo? Das war noch nie einzusehen. Vollständige Gleichbehandlung sieht der Gesetzentwurf allerdings noch nicht vor. Die Einsatzversorgung soll innerhalb der NATO erst ab einer Gefährdungslage der Gefahrenstufe 3 gezahlt werden. Das werden wir uns bei der Gesetzesberatung noch einmal genauer ansehen müssen. Wo hakt es noch? Da ist die Idee, Arbeitgebern die Zustimmung zu Wehrübungen ihrer Beschäftigten leichter zu machen, indem man ihnen ab der dritten Woche eine Ersatzarbeitskraft bezahlt. Davon sind wir in der SPD-Fraktion noch nicht so richtig überzeugt. Natürlich ist es wichtig, dass ein Reservist nicht mit seinem Arbeitgeber in Konflikt gerät, wenn er als Soldat übt. Aber dafür bekommt das Unternehmen ja schon eine Entschädigung. Eine Verdoppelung ab der dritten Woche könnte Mitnahmeeffekte erzeugen und wir halten auch viel davon, auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gelegentlich daran zu erinnern, dass wir ja alle gemeinsam Verantwortung für die Sicherheit unseres Landes tragen. Ich komme zum Abschluss noch einmal zurück zur wöchentlichen Arbeitszeit.
einem Gummiparagraphen, der bei Bedarf im Grunde jede beliebige Überschreitung möglich macht, werden wir sicherlich nicht zustimmen. Mir ist auch klar, dass dienstliche Notwendigkeiten manchmal einen längeren Dienst erfordern, gerade im Falle von Spezialistinnen und Spezialisten. Aber die Überschreitung muss in jedem Fall ausgeglichen werden, vorzugsweise durch Freizeit, wenn es nicht anders geht, auch durch Geld. Es gibt da also durchaus noch viel zu diskutieren. Wir sind im Gespräch unter den Kolleginnen und Kollegen des Verteidigungsausschusses, ob wir das nicht auch in Form einer Anhörung noch einmal vertiefen können. Ich freue mich drauf, denn der Gesetzentwurf bringt heute schon viel Gutes und wir wollen ihn noch besser machen. Und bei all dem wollen wir nicht vergessen, dass der wichtigste Beitrag für eine attraktive Bundeswehr am Ende doch darin besteht, dass wir den Soldatinnen und Soldaten im Dienst mehr und eine bessere Ausrüstung zur Verfügung stellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Feldentreu. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Alexander Müller. Frau Präsidentin, geehrte Kolleginnen und Kollegen, im Januar 2015 haben Sie, Frau Ministerin, in der Debatte zum Bundeswehr-Attraktivitätssteigerungsgesetz hier im Plenum festgestellt, dass die Bundeswehr im Bereich IT mit den Top-Arbeitgebern Google, SAP und BMW konkurriere. Während die genannten Firmen heute bei etwa ein Viertel der angehenden Informatiker als attraktive Arbeitgeber gelten, dümpelt die Bundeswehr nach wie vor bei 2% herum. Während die Truppe dringend Fachkräfte für Cybersicherheit, Waffensystemspezialisten und Flugzeugführer braucht, kommt die Union mit einem Deutschlandpraktikum um die Ecke. Im vorliegenden Gesetzentwurf zur Stärkung der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr finden sich zwar einige gute Vorschläge, manche Regelungen verschlechtern aber die Personalsituation. Damals hielten Sie, Frau Ministerin, geregelte Arbeitszeiten für selbstverständlich und heute hebeln Sie diese wieder aus. Der Wegfall von finanziellen Leistungen für Wochenenddienst wird für die betroffenen Reservisten, die häufig ohnehin ihre wertvolle Freizeit opfern, den Dienst in der Reserve weniger attraktiv machen. Und warum sparen Sie ausgerechnet bei der Behandlungsdauer von Angehörigen einsatzgeschädigter Soldatinnen und Soldaten? Jede Verbesserung nützt aber wenig, wenn Ihre Hausleitung, Frau Ministerin, für andauerndes Chaos und Affären sorgt. Ihre Leute haben Ihnen frisierte Zahlen zur Entscheidungsfindung der Gosch-Hock-Sanierung vorgelegt, berichtet uns Ihr eigenes Ministerium. Und Sie haben keine Konsequenzen daraus gezogen und lassen dieselben Menschen auf hochdotierten Posten weitermachen. Wie können Sie als Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt über die Bundeswehr ein solches Beispiel abgeben? Die Soldatinnen und Soldaten müssen die Befehle der Führung des BMVG loyal befolgen. Deswegen ist die vorbildliche Führung des Ministeriums ganz besonders wichtig. Eine Führung der Bundeswehr, in der frisierte Zahlen keinen Vertrauensbruch darstellen, keine Konsequenzen haben, erodiert die Akzeptanz der Befehlskette. Sie selbst einmal haben der ganzen Truppe ein Haltungsproblem attestiert, Frau Ministerin. Ich attestiere Ihnen dagegen ein Führungsproblem. Räumen Sie in Ihrem Haus auf, ziehen Sie notwendige personelle Konsequenzen. Damit können Sie einen erheblichen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung des Arbeitgebers Bundeswehr leisten. Und wenn Sie die Einsatzbereitschaft der Truppe nachhaltig steigern möchten, müssen Sie auch die Materiallage dringend verbessern. Für ein Stemmeisen aus dem Baumarkt, für jede Batterie müssen Anträge gestellt werden, und die Truppe wartet dann monatelang, teilweise jahrelang. Vertrauen wir doch unseren Soldatinnen und Soldaten viel stärker. Ich sehe nicht ein, warum man ganzen Kompanien nur 500 Euro Handgeld im Jahr anvertraut, während sie mit millionenteurem Gerät arbeiten. Lösen Sie die Handbremse, entbürokratisieren Sie die Beschaffungsprozesse, beenden Sie die Verzögerungen und Kostensteigerungen. Dann wird auch die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr besser. Ihr Gesetzentwurf, Frau Ministerin, geht in die richtige Richtung. Er enthält auch mehrere sinnvolle Maßnahmen. Damit wird aber noch nicht genug getan, um aus der Bundeswehr einen attraktiveren Arbeitgeber zu machen und um ihre personalstrategischen Ziele zu erfüllen. Ermöglichen Sie den Soldatinnen und Soldaten wieder Vertrauen in die Führung Ihres Hauses. Sorgen Sie für die rechtskonforme Vergabe von Haushaltsmitteln und geben Sie den Soldatinnen und Soldaten mehr Verantwortung in ihrem Job und weniger Bürokratie. Vielen Dank. Vielen Dank, Alexander Müller. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Tobias Pflüger. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Wir haben hier einen Gesetzentwurf vor uns, mit dem Frau Ursula von der Leyen die Bundeswehr zu einem attraktiven, wettbewerbsfähigen und modernen Arbeitgeber machen will. Mit höherem Sold und mehr Sozialleistungen will Ursula von der Leyen mehr Menschen in die Bundeswehr locken. Aber der Name des Gesetzes sagt, um was es geht, um die Stärkung der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Wir wollen nicht mehr und effektivere Einsätze. Wir wollen, dass zum Beispiel die Auslandseinsätze der Bundeswehr beendet werden. Im Prinzip haben wir hier das Eingeständnis von Ihnen, Frau Ursula von der Leyen, mit Ihrem Konzept, die Bundeswehr attraktiver zu machen, dass Sie an diesem Punkt gescheitert sind. Seit Jahren klagt die Bundeswehr über zu wenig Bewerberinnen und Bewerber. Und nimmt man die neuesten Zahlen zur Personalstärke der Bundeswehr, hat Ursula von der Leyen ihr aktuelles Ziel von 182.000 verfehlt. Es bleibt dabei, rein objektiv ist die Bundeswehr als Arbeitgeber unattraktiv. Offenbar will Ursula von der Leyen junge Menschen mit besserer sozialer Absicherung ködern. Die teuren YouTube-Serien und die Plakatwerbung, mit denen die Bundeswehr die Innenstädte zupflastert, hatten wohl nicht den gewünschten Erfolg. Und einiges klingt gut in diesem Gesetz. Mehr Sozialleistungen für Soldatinnen und Soldaten, höherer Sold, bessere soziale Absicherung, berufsfördernde Maßnahmen, bessere rentenversicherungsrechtliche Absicherung. Und trotzdem werden wir als Linke dagegen stimmen, weil es ganz offensichtlich darum geht, die Einsatzbereitschaft für Auslandseinsätze insbesondere zu verbessern. Das lehnen wir ab und wir lehnen auch das, was Sie damit erreichen wollen mit diesem Gesetzentwurf, nämlich einer Aufstockung der Bundeswehr, das nehmen wir ab und das sind die zentralen Punkte dieses Gesetzentwurfs. Deshalb werden wir dazu Nein sagen. Die Bundeswehr soll von derzeit 180.000 auf 198.000 Soldaten im Jahr 2024 vergrößert werden. Diese sogenannte Trendwende Personal begründen Sie damit, Frau Ursula von der Leyen, dass eine Refokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung notwendig sei. Aber was steckt denn dahinter? Das ist Aufrüstung, die stattfindet, Aufrüstung auch gegenüber Russland. Und es steht sogar konkret im Gesetzestext, ich zitiere, bei Maßnahmen, die sich unterhalb der Schwelle eines Einsatzes nach § 2 Absatz 1 des Parlamentbeteiligungsgesetzes bewegen, jedoch Einsatzcharakter im militärfachlichen Sinne haben, wie in Haste Forward Presence in Litauen, da wollen Sie die Einsatzversorgung stärken. Und genau das lehnen wir als Linke ab. Wir wollen nicht mehr Einsätze, insbesondere nicht ohne Parlamentsbeteiligung. Wir brauchen keine Aufrüstung gegenüber Russland. Also brauchen wir auch nicht eine solche Trendwende Personal. Sie gehen wieder in die völlig falsche Richtung. Wir haben einen Verteidigungshaushalt, der enorm gewachsen ist. 43,2 Milliarden Euro. Damit ist der Bundeswehretat seit 2014 um 40% gestiegen. Um das nochmal klipp und klar zu sagen, das lehnen wir ab. Diese Aufrüstung geht im Übrigen auch zu Kosten der Soldatinnen und Soldaten. In diesem Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz wird nämlich die EU-Arbeitszeitrichtlinie, die wöchentliche Arbeitszeit 2016 auf 41 Stunden begrenzt, teilweise wieder einkassiert. Das Soldatengesetz soll nämlich dahin geändert werden, dass das geltende Arbeitszeitrecht bei Luftraumüberwachung oder bei dem Rettungsdienst der Marine komplett ausgesetzt werden kann. So sozial ist dieses Gesetz also gar nicht, wenn man genauer hinschaut. Der Gesetzentwurf zeigt, dass soziale Erwägungen bei der Bundeswehr fallen, sobald sie der militärischen Effektivierung im Wege stehen. Das lehnen wir ab. Und nicht umsonst haben die Bundesländer Brandenburg und Thüringen dagegen im Bundesrat Bedenken geäußert. Denn damit wird ein Präzedenzfall geschaffen, der geltende Arbeitszeitregelung aushöhlt, wenn er den Schule macht. Und kleiner Hinweis an die Kolleginnen und Kollegen der SPD, vielleicht überdenken Sie diesen Passus im Gesetzentwurf nochmal. Und im Übrigen interessant, wie sich hier die AfD positioniert. Sie hat dazu einen Antrag eingebracht, der nicht etwa für, sondern gegen die Begrenzung der Arbeitszeit der Soldatinnen und Soldaten ist. Denn sowas passe nicht, Zitat, zum Wesen von Streitkräften und zur deutschen militärischen Führungskultur, behauptet die AfD. Das Übliche, die AfD ist wieder mal arbeitnehmerfeindlich. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen kein Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz. Viel dringender wäre es, andere Berufe attraktiver zu machen. Erzieherinnen und Erzieher, zum Beispiel Altenpflegerinnen und Altenpfleger,
Krankenschwestern und Pfleger. Die Wahrheit ist doch, alles, was Sie für die Bundeswehr verbraten, fehlt an anderer Stelle im Bundeshaushalt. Statt die Bundeswehr aufzustocken, ist Abrüstung das Gebot der Stunde. Wir werden diesen Gesetzentwurf ablehnen, weil er in die völlig falsche Richtung geht. Und wir sagen Nein zu diesem sogenannten Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz. Vielen Dank. Vielen Dank, Tobias Pflüger. Nächster Redner in der Debatte, Dr. Tobias Lindner für Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege Pflüger, gestatten Sie mir zu Beginn eine Bemerkung. Ich meine, es ist unstreitig hier in diesem Hause, dass der 8. Mai ein Tag der Befreiung war. Und wir sind dankbar um den Anteil, den die Rote Armee am Sieg über den Faschismus hatte. Aber sich hier an diesem Pult hinzustellen, über Aufrüstung gegenüber Russland zu reden, während Ihr Fraktionskollege Alexander Neu sich gerade auf Fraktionskosten auf dem Roten Platz in Moskau die Militärparade anschaut, das ist schon ein Treppenwitz. Kommen wir zum Gesetz selbst. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es war richtig, die Wehrpflicht zu beenden. Aber wenn wir ehrlich sind, dann sind wir den Weg zur Freiwilligen oder zur Berufsarmee bis heute nicht konsequent, realistisch und vollständig gegangen. Deswegen sind die zentralen Anliegen in diesem Gesetz, die Attraktivität und die Wettbewerbsfähigkeit der Bundeswehr und auch die Fürsorge gegenüber den Soldatinnen und Soldaten zu steigern, keine falschen Anliegen, nein, in weiten Teilen sind sie notwendig. Deswegen sollten wir darüber miteinander streiten, was die richtigen Mittel und die richtigen Wege dazu sind. Und Frau Ministerin, Sie haben hier zu Recht gesagt, die Bundeswehr ist kein Arbeitgeber wie jeder andere. Sie befindet sich aber natürlich in Konkurrenz mit zivilen Arbeitgebern. Und deswegen sind Rekrutierung, Werbung, Attraktivität, Fürsorge, auch das Bild, das wir von der Truppe zeichnen, immer ein schmaler Grat, den wir realistisch gehen müssen. Und wir müssen uns natürlich auch eines klar machen. Wir reden über eine Bundeswehr, in der die 185.000 Sollstellen, die es gibt für die Soldatinnen und Soldaten, bis heute nicht voll besetzt sind. Wir reden über eine Bundeswehr, wo im vergangenen Jahr die Zahl der Neueinstellungen rückläufig war. Wir reden über eine Bundeswehr, die in Zeiten des demografischen Wandels im Konflikt natürlich auch in Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt steht mit einer anwachsenden Bundespolizei, mit einem anwachsenden Zoll, mit anwachsenden Länderpolizeien. Und in dieser Situation, meine Damen und Herren, müssen wir natürlich ein realistisches Bild zeichnen, auch was den Personalumfang anbetrifft. Uns Grünen ist es wichtiger, dass die 185.000 Frauen und Männer, die ihren Dienst in unseren Streitkräften leisten, auch wirklich diese Stellen besetzt sind, dass sie gut und angemessen ausgestattet und attraktiv sind, bevor wir darüber reden, irgendwie die Bundeswehr auf 200.000 Stellen aufblähen zu wollen. Denn, meine Damen und Herren, wenn wir in diesem Parlament hergehen und einfach nur mehr Aufträge unseren Streitkräften zuweisen, dafür eine Bundeswehr auf dem Papier entwickeln, die größer ist, aber von der wir realistischer Art und Weise nicht annehmen können, dass sie so eines Tages tatsächlich existieren wird, dann haben nicht nur wir irgendwie eine Frustration darüber, ob die Truppe alles kann, was man ihr zuweist, sondern tun wir auch den Soldatinnen und Soldaten, die ihren Dienst unseren Streitkräften leisten, Unrecht und überfordern sie tagtäglich. Und das sollten wir als verantwortungsvolle Politikerinnen und Politiker nicht tun. In Ihrem Gesetz schlagen Sie viele Maßnahmen vor, die wir Grüne ausdrücklich begrüßen. Es ist richtig, dass die Angehörigen von Soldatinnen und Soldaten, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, dass sie in die Fürsorge mit einbezogen werden. Es ist richtig, dass wir bei Angelegenheiten der Rentenversicherung mehr tun, meine Damen und Herren. Und es ist natürlich auch richtig, dass jetzt eingeführt wird, dass alle Statusgruppen unserer Streitkräfte die Möglichkeit haben werden, Teilzeit zu beantragen. Das sind vernünftige Schritte. Und lassen Sie mich an dieser Stelle vielleicht ein Wort zum Thema Arbeitszeit und zum Antrag der AfD-Fraktion hier sagen. Es ist auch richtig, dass Soldatinnen und Soldaten eine geregelte Arbeitszeit
und im Friedensbetrieb eine Höchstwochenarbeitszeit haben. Das ist ein richtiger und ein vernünftiger Schritt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man sich hier hinstellt und beantragt, das Ganze streichen zu wollen, dann zeichnet das für mich ein Bild der Soldatin oder des Soldaten, der voll auf die Rolle als Kämpfer reduziert wird, ohne daran zu denken, dass es Frauen und Männer wie wir sind, mit Familie, mit Angehörigen, mit einem Privatleben. Wer das tut, der zeichnet ein Bild, wo man sagt, naja, egal was am Ende rauskommt, wir schleifen die Leute, die in der Truppe dienen und nehmen überhaupt keine Rücksicht auf ihr Menschsein und auf ihr Familiensein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen muss es beim Thema Soldatenarbeitszeitverordnung darum gehen, dass wir lebens- und praxisnahe Lösungen finden. Auch ich rede mit Angehörigen unserer Streitkräfte, die sagen, wenn es um Lehrgänge geht, wenn es um Übungen geht, dann brauchen wir natürlich eine gewisse Flexibilität, dass man in solchen Situationen auch mehr als die 41 Stunden in der Woche dienen kann. Aber dann sage ich auch dazu, dann muss das natürlich am Ende des Tages kompensiert werden, entweder durch Freizeit oder durch Geld, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn es darum geht, weitere Ausnahmen einzuführen, dann sehen wir Grüne in diesem Gesetz ehrlich gesagt mehr Schatten als Licht. Uns ist wichtig, dass man da nicht irgendwie eine allgemeine Öffnungsklausel findet, wo man am Parlament vorbei irgendwie jeden Angehörigen der Bundeswehr zu einer Spezialistin oder einem Spezialisten erklären kann und dann eine Ausnahme definiert. Wir werden in den parlamentarischen Beratungen sehr genau darauf achten, wie man mit dieser Formulierung umgeht und dass man sie so präzisiert, dass auch wir als Parlament am Ende des Tages wissen, wo ist Flexibilität geschaffen worden. Aber es darf keinen Wildwuchs geben in Ausnahmetatbeständen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir Grüne, wir werden den vorliegenden Gesetzentwurf wohlwollend prüfen. Wir werden in einer anstehenden öffentlichen Anhörung zu diesem Gesetz den Finger auch dort in die Wunde legen, wo wir die Notwendigkeit von Verbesserungen sehen. Wir werden am Ende des Tages, weil wir wissen, dass kein Gesetz dieses Haus so erreicht, wie es es dann verlässt, daran auch unser Abstimmungsverhalten festmachen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Tobias Lindner. Nächste Rednerin, Kerstin Vieregge für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Bundestagspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unsere Koalition sitzt mit dem nun vorliegenden Gesetz zur nachhaltigen Stärkung der personellen Bereitschaft nach dem versicherten Entlastungsgesetz ein weiteres wesentliches Versprechen aus dem Koalitionsvertrag um, von dem die Angehörigen der Bundeswehr unmittelbar profitieren. Einer der Eckpfeiler dieses Artikelgesetzes ist zweifelsohne die Steigerung der Attraktivität des Dienstes bei der Bundeswehr. Der Arbeitsmarkt ist ein Feld, in dem unsere Streitkräfte zu oft gegenüber der Wirtschaft das Nachsehen haben. Dabei handelt es sich um ein Problem, welches naturbedingt nie vollständig zu lösen sein wird. Insbesondere in Zeiten guter Konjunktur liegen die Vorteile klar beim Mittelstand, beim Handwerk, der Industrie und anderen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, den Arbeitgeber Bundeswehr fit für die Zukunft zu machen. Mehr Geld für freiwillig Wehrdienstleistende, die Öffnung der Berufssoldatenlaufbahn für Unteroffiziere und Stabsoffiziere oder eine verbesserte Einsatzversorgung. Und dies sind nur drei Beispiele für die vielfältigen Verbesserungen, aber aus meiner Sicht einige der prägnantesten. Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass den vielen erfahrenen Unteroffizieren und Stabsunteroffizieren nun die Möglichkeit eröffnet wird, Berufssoldat zu werden. Sie können damit Ihre wichtigen Fähigkeiten, Ihr gesamtes Berufsleben lang bei der Bundeswehr anwenden. Es soll sich in jeder Hinsicht lohnen, den deutschen Streitkräften anzugehören. Mit dem vorliegenden Gesetz wird der durch Trendwende Personal- und Agenda-Attraktivität eingeschlagene Weg konsequent fortgesetzt. Und das ist gut. Diese Bemühungen sind für uns jedoch noch lange nicht am Ende. Das Ziel, die Bundeswehr attraktiver zu machen oder zu halten, entspricht einem dauerhaften Prozess. Verbesserungen sind ohnehin dringend geboten. Die Ziele der Trendwende Personal müssen erreicht werden, auch um Bündnisverpflichtungen einhalten zu können. Beides bedingt einander. Ein verlässliches Bündnis muss aus starken Armeen bestehen und zu einer starken Armee gehört ein leistungsfähiges Personal. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jeder von uns weiß aus Gesprächen mit Soldaten und Zivilpersonal gleichermaßen, worin die Erwartungshaltung besteht. Bei Truppenbesuchen in meiner ostwestfälisch-lippischen Heimat und darüber hinaus
werde ich von Soldaten aller Dienstgrad- und Altersgruppen jedenfalls immer wieder auf ihre Motivation hingewiesen. Attraktivität hat selbstredend viel mit Laufbahnrecht, Fürsorge, Sozialmaßnahmen und Geld zu tun. Dem kommen wir hier nach. Und im Herbst wird mit dem Besoldungsstrukturen-Modernisierungsgesetz ein weiterer wichtiger Schritt folgen. Zum anderen entsteht Attraktivität aber mittels Anerkennung militärischer Leistung der Parlamentsarmee Bundeswehr und des Dienstes der Soldatinnen und Soldaten, zivilen Bediensteten durch Gesellschaft und Staat. Dort hat Deutschland viel Nachholbedarf, der natürlich nicht über ein Gesetz zu lösen ist. Und daher möchte ich alle Kolleginnen und Kollegen dazu aufrufen, sich für eine Intensivierung der Anerkennung soldatischer oder militärischer Leistung einzusetzen. Wir müssen das Bewusstsein für diese Leistung in die Mitte der Gesellschaft holen. Auch das wird zu einer weiteren Attraktivität des Arbeitgebers Bundeswehr beitragen. Ich kann auf jeden Fall voller Überzeugung sagen, die Bundeswehr ist eine starke Truppe. An jeder Stelle leisten die Angehörigen der Bundeswehr großartige Arbeit. Es bereitet riesige Freude, sich für sie einzusetzen. Das Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz ist ebenso ein sichtbares Zeichen der Anerkennung dessen, wie hoffentlich noch weiterhin zu führende Sachdebatten. Lassen Sie uns also gemeinsam für die Bundeswehr streiten, im Sinne der Soldaten, Soldatinnen und des Zivilpersonals. Denn die zahlreichen Verbesserungen in den Bereichen Haushalt, Material und Personal müssen spürbar bei den Menschen in der Bundeswehr ankommen. Ich freue mich sehr auf die weiteren Beratungen, auch im Hinblick auf den bereits vorliegenden Änderungsantrag und die noch kommenden, und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Vierecke. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem wir über das Material der Bundeswehr gewissermaßen ja nur noch in der Geheimschutzstelle debattieren dürfen, freut es mich, dass wir über die personelle Einsatzbereitschaft wenigstens öffentlich sprechen können. Wir haben hervorragende Soldatinnen und Soldaten und zivile Beschäftigte, aber schlichtweg noch zu wenige, die die steigenden Anforderungen mit dem vorhandenen Personal bewältigen können. Und dabei dürfen wir nicht Arbeitsbedingungen entstehen lassen, die junge Menschen davor zurückschrecken lassen, zur Bundeswehr zu kommen. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung enthält viele punktuelle Verbesserungen, die den Betroffenen das Leben und Arbeiten leichter machen sollten. Diesen Schritt unterstützen wir ausdrücklich, aber der ganz große Wurf gelingt nicht. Und das liegt auch daran, dass eine der weitestreichenden Änderungen deutlich über das Ziel hinausschießt. Ich spreche von der Soldatenarbeitszeitverordnung. Die hat ja in der jetzigen Form mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Soldatinnen und Soldaten arbeiten nicht von 9 bis 17 Uhr nach dem Motto, Freitag ab 1 macht jeder seins. Das wollen die meisten auch nicht und ist auch aus Sicherheitsgründen komplett absurd nach dem Motto, liebe Gegner auf dieser Welt am Wochenende Angriffsverbot. Erinnert mich übrigens, kann ich nur empfehlen, an Asterix und Obelix bei den Briten. Wenn die sich mit den Römern geschlagen haben, gab es auch immer eine heiße Wasserpause. Meine Damen und Herren, unsere Soldatinnen und Soldaten sind, weiß Gott, mit Leidenschaft dabei, doch sie erwarten zu Recht für ihre Leistungen Anerkennung und für ihre Arbeit einen fairen und unbürokratischen Austausch. Und mit der jetzt vorliegenden Formulierung wird das Verteidigungsministerium ermächtigt, diese Verordnung im Prinzip aufzuheben. Ich zitiere, soweit Soldaten andere genauer bezeichnete Tätigkeiten in den Streitkräften ausüben, die besondere militärische Kenntnisse oder besondere Fähigkeiten erfordert, kann die Rechtsverordnung ausgesetzt werden. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, über besondere militärische Fähigkeiten verfügt bei uns jeder in dieser modernen Armee. Aber anstatt gleichzeitig direkt festzuhalten, wie denn künftig die Überstunden ausgeglichen werden sollten, verweisen Sie nur auf eine noch zu erlassende Rechtsverordnung. Meine Damen und Herren, wir das Parlament sollten darauf vertrauen, dass Ihr Haus das schon regelt. Liebe Frau Ministerin, bei allem Respekt, unser Vertrauen in Ihre Arbeit und die der Staatssekretäre ist in den letzten Monaten nicht größer geworden. Der Fanclub hat sich deutlich verringert. Und lieber Kollege Felgentreu, zum Schluss, wir wollen eine Anhörung mit Sachverständigen. Es ist wichtig, es ist richtig. Grundsätzlich stehen wir dem Gesetz positiv gegenüber, aber wir werden in parlamentarischen Beratungen Änderungen und Ergänzungen einbringen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Dr. Strack-Zimmermann. Nächste Rednerin, Gabi Weber für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, fast 120.000 Soldatinnen und Soldaten auf Zeit und 8.000 freiwillig Wehrdienstleistende und rund 53.000 Berufssoldatinnen und Soldaten garantieren derzeit die Sicherheit unseres Landes nach außen. Ihre Aufgaben erstrecken sich von der Landes- und Bündnisverteidigung bis hin zur Friedenssicherung unter dem Dach der Vereinten Nationen. Damit unsere Soldatinnen und Soldaten ihre Aufgaben optimal erfüllen können, müssen auch wir unsere Hausaufgaben machen. Als Abgeordnete ist es unsere Pflicht, die Bundeswehr materiell und personell gemäß ihren Aufgaben, die wir ihnen auch geben, auszustatten. Gerade weil es in Deutschland keine Wehrpflicht gibt, müssen wir dafür Sorge tragen, dass der Beruf der Soldaten oder des Soldaten attraktiver wird. Neben hoher persönlicher Erfüllung muss dazu auch gehören, dass dieser Beruf soziale und finanzielle Sicherheit bietet. Und Kollegen und Kolleginnen, wenn wir hier von Attraktivität sprechen, geht es um ganz konkrete Fragen, die das Leben der Soldaten täglich prägen. Zum Beispiel, wann gilt ein Unfall als Dienstunfall? Können für meinen Partner oder Partnerin Kosten übernommen werden, wenn ich eine Psychotherapie benötige und er oder sie diese begleitet? Wie funktioniert meine soziale Sicherung nach der Dienstzeit, wenn ich Soldat oder Soldatin auf Zeit bin? Und wie vereinbare ich Soldatenberuf und Familie? Viele dieser Fragen werden im vorliegenden Gesetzesentwurf positiv beantwortet. Das neue Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz, also ich könnte auch sagen im neuen Stil Gute-Truppe-Gesetz, enthält klare Fortschritte an dieser Stelle. Wir verbessern damit den Arbeitsalltag in der Bundeswehr ganz konkret und setzen wichtige Zeichen. Kolleginnen und Kollegen, zentrales Anliegen, das habe ich schon mal gesagt, ist, Sicherheit zu bieten. Und das ist an vielen Stellen gelungen, zum Beispiel mit der Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes, das für Soldaten und Soldatinnen auf Zeit eine deutlich bessere soziale Absicherung für das Alter schafft und insbesondere ihre Wiedereingliederung in den zivilen Arbeitsmarkt erleichtert, etwa durch die Förderung von Praktika. Auf der anderen Seite gibt es aber durchaus Nachholbedarf. Und alle meine Vorredner sind fast auf dieses Thema schon eingegangen, die Frage der Arbeitszeit. Aber die mache ich auch noch. Aber es gibt noch einen Punkt, nämlich dass laut Entwurf der psychologische Dienst nun Informationen zur Weltanschauung, sei es Religion oder politische Einstellung, erheben soll, um die psychologische Eignung für eine Tätigkeit bei der Bundeswehr zu beurteilen. Die Aufgaben des psychologischen Dienstes, so habe ich es immer verstanden und will es auch weiter verstehen, ist ausschließlich medizinischer Art und muss das auch bleiben. Das Bewerbungsverfahren darf nicht verknüpft werden mit einer psychologischen Beurteilung bezüglich der Weltanschauung. Der Erkenntnisgewinn, ob jemand politisch für den Dienst in der Bundeswehr geeignet ist, muss im Bewerbungsverfahren geklärt werden, und zwar von denen, die die Einstellung machen, unter Hinzuziehung des MDAD, wenn Zweifel bestehen, aber nicht mit dem psychologischen Dienst. Und, liebe Kollegen und Kolleginnen, die Frage der Arbeitszeit ist hier von vielen schon angesprochen worden. Wie finden Sie es denn, eine regelmäßige 44-stündige Arbeitszeit zu machen, während ansonsten im Bereich Beamter oder in der freien Wirtschaft die Arbeitszeit sich völlig anders gestaltet? Unsere Arbeitszeit als Abgeordnete, denke ich, dürfen wir nicht als Vergleich heranziehen. Und hier geht es im Wesentlichen um die Frage, können wir in der Bundeswehr verlässlich im Normalbetrieb garantieren, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auf Dauer für die Menschen möglich ist. Und das muss hier unsere zentrale Frage sein. Im Einsatz ist es eine andere Frage, haben wir auch im Rahmen der Debatten um die Soldatenarbeitszeitverordnung lange und intensiv miteinander diskutiert, kurz und gut. Bei der Frage der Arbeitszeitregelungen, die hier drin sind, ist Nachbesserungsbedarf. Und da darf man sich auch nicht darüber hinwegtäuschen. Wenn eine gesetzliche Regelung gemacht wird, gilt die immer oberhalb einer Verordnung. Das heißt, wenn dieses Gesetz kommt mit 44 Stunden, kann die Verordnung sagen, was sie will. Dann gelten die 44 Stunden als Regelarbeitszeit. Attraktivität, Kolleginnen und Kollegen, ging anders. Und deshalb ist eigentlich diese Form der Arbeitszeitregelung kontraproduktiv, wenn wir Attraktivität herstellen wollen. Und deshalb werden wir, denke ich, diese Diskussion unbedingt weiterführen müssen.
Werte Kolleginnen und Kollegen, verstehen Sie mich jetzt aber nicht falsch. Ich freue mich, dass es gelungen ist, mit diesem Artikelgesetz einen Weg zu beschreiben, der insgesamt zu mehr Attraktivität führt, nicht nur Kritikpunkte. Und es gibt diese klaren Fortschritte, die Absicherung von auch von Soldaten auf Zeit in der Krankenversicherung, die Ausweitung der Definition von Dienstunfällen, die Möglichkeit von Teilzeitbeschäftigung für Reservistinnen und Reservisten und vor allen Dingen die bessere Bezahlung derjenigen, die Reservedienst leisten wollen. Aber wie eben schon von vielen aufgezeigt wurde, im Gesetzgebungsverfahren selbst haben wir noch Handlungsbedarf. Nur wenn die Bundeswehr in der Bevölkerung breite Akzeptanz erfährt, und dazu wollen wir beitragen, kann sie ein attraktiver Arbeitgeber sein. Und dann stimmen auch die Bewerberzahlen. Mit dem Gesetz hat das Ministerium einen Teil seiner Hausaufgaben gemacht und mit dem anderen werden wir über das Parlament gerne nachhelfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Gabi Weber. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Reinhard Brandl. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Die zentrale Herausforderung für die Bundeswehr ist die Erhöhung der Einsatzbereitschaft. Und die meisten Menschen denken bei dem Stichwort Einsatzbereitschaft an Flugzeuge, die fliegen oder nicht, oder an Panzer, die fahren oder nicht. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Für die Bundeswehr mindestens genauso wichtig ist die personelle Einsatzbereitschaft, und zwar unter zwei Gesichtspunkten. Erstens, gibt es genügend Soldaten? Und zweitens, sind die vorhandenen Soldaten auch bereit, den Einsatz zu erbringen? Auch das ist Einsatzbereitschaft. Und meine Damen und Herren, beide Fragen kann man im Moment mit einem Ja-Aber beantworten. Die erste Frage, gibt es genügend Soldaten? Wir haben Stand Anfang dieser Woche 181.760 aktive Soldaten. Wir sollten haben, laut Personalstrukturmodell, Jahresscheibe 2019, 184.035. Das ist eine Deckungsquote von 99% und die kann sich sehen lassen. Ja, aber die Anzahl der Soldaten soll bis 2025 auf über 200.000 steigen. Und meine Damen und Herren, das wird eine Herausforderung werden. Wir haben zwar im Moment gut 50.000 Bewerbungen im Jahr. Was wir brauchen, ist aber erstens mehr Spezialisten, zum Beispiel aber nicht nur im IT-Bereich. Wir brauchen zweitens mehr Reservisten und wir brauchen drittens mehr freiwillige Wehrdienstleistende. Den ersten Punkt der Gewinnung von Spezialisten konkurrenzfähig auf dem Arbeitsmarkt gehen wir in dieser Legislaturperiode, in diesem Jahr noch, mit einem eigenen Gesetz zur Modernisierung der Besoldungsstrukturen an. Mit dem Gesetz, das wir heute hier debattieren, kümmern wir uns um Reservisten und auch um freiwillige Wehrdienstleistende. Bei den Reservisten bin ich froh, dass unter uns der Präsident des Reservistenverbandes, Oswin Veit, der direkt nach mir sprechen wird. Er wird darauf auch noch eingehen. Für uns das zentrale Bild des Reservisten ist, dass wir ihn stärker in die Truppe integrieren und alle Ungleichbehandlungen zwischen aktiven Soldaten und Reservisten wegnehmen. Das gilt bei der Besoldung, das gilt bei Zuschlägen, das gilt bei der Frage der Teilzeit, es gilt aber auch ganz sichtbar bei der Reservistenkordel, die in Zukunft wegfallen wird. Bei den freiwilligen Wehrdienstleistenden steigern wir die Attraktivität, indem wir den Sold erhöhen. Wenn heute ein junger Mensch nach der Schule sagt, er macht für ein paar Monate freiwilligen Wehrdienst, steigt er ungefähr mit 1500 Euro ein und ist zum Schluss als Hauptgefreiter etwa bei 1900 Euro. Und meine Damen und Herren, das ist ein wirkliches Attraktivitätsmerkmal und ich hoffe, dass wir damit auch wieder mehr gewinnen. Die zweite Frage, sind die Soldaten auch bereit, den Einsatz zu erbringen? Die lässt sich nicht so einfach mit Zahlen beantworten. Wir verlangen von unseren Soldatinnen und Soldaten sehr viel. Und ich will nur zwei Bereiche nennen. Die Bundeswehr ist heute eine Armee im Einsatz, im Dauereinsatz. Und die Bundeswehr ist heute eine Armee von Pendlern. Und beides sind große Belastungen, nicht nur für die Soldaten, sondern auch für ihre Familien. Und sie werden die Belastungen nur auf sich nehmen und den Einsatz nur bringen, wenn sie sich auf der anderen Seite zu 100% verlassen können, dass ihr Dienstherr
alles unternimmt, um sie in der Versorgung und der sozialen Absicherung auch gut zu stellen. Und da ist schon viel geregelt, aber mit dem Gesetz gehen wir gezielt einige Lücken an, die auch uns bei unseren Truppenbesuchen immer wieder angetragen worden sind. Zum Beispiel der Frage der Rentenversicherung für Seitsoldaten, die ausscheiden und dann Übergangsgebührnisse erhalten. Bei der Berufsförderung, bei der Einsatzversorgung, bei so Einsätzen wie in Litauen. Insgesamt ändern wir mit diesem Gesetz 30 Gesetze und Verordnungen. Und meine Damen und Herren, in dem Gesetz ist viel drin und es wird auch viel helfen. Aber wir werden es in den parlamentarischen Beratungen noch deutlich besser machen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in den nächsten Wochen und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dr. Brandl. Und der letzte Redner, wie schon angekündigt, für die CDU-CSU-Fraktion, Oswin Veit. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Soldatinnen und Soldaten, Reservistinnen und Reservisten, und davon sitzen auch hier in diesem Saale sehr viele, wofür ich sehr dankbar bin. Heute ist ein guter Tag für die Bundeswehr und für die Reserve. Der Schutz der äußeren Sicherheit unseres Landes ist eine, wenn nicht überhaupt, die Kernaufgabe. Und wenn es denn um viel Material geht die letzte Zeit, dann ist es, glaube ich, selbstverständlich, dass wir der Bundeswehr als Parlamentsarmee die von uns an sie gestellten Aufträge auch so unterstützen, dass sie das auch personell kann. Und angesichts einer deutlich verschlechterten Sicherheitslage müssen wir mehr Menschen für die Bundeswehr gewinnen und das, das wissen wir alle, unter deutlich schwierigeren demografischen Rahmenbedingungen als jemals zuvor. Und darauf haben wir uns bei dem Koalitionsvertrag auch verpflichtet und wir wollen in diesem Vertrag auch verpflichten, die Attraktivität auch fortführen. Von vielen anfangs belächelt sind seitdem zahlreiche Maßnahmen in der Agenda Attraktivität erfolgreich umgesetzt worden. Das hat ein Kollege hier besonders vermissen lassen, aber auf ihn werde ich nachher noch gerne eingehen. Uns darauf nur zu beschränken, die Dinge und die Defizite zu benennen und nur das Negative zu beschreiben, das machen wir nicht. Wir haben Wort gehalten und verbessern die Arbeitsbedingungen in Bundeswehr und Reserve Schritt für Schritt. Und das tut auch der uns heute vorgelegte Gesetzentwurf. Als Mitglied des Innenausschusses und zuständiger Berichterstatter seinerzeit meiner Fraktion durfte ich in der vergangenen Legislaturperiode an einem ganzen Bündel von Gesetzesveränderungen, Verbesserungen für die Soldatinnen und Soldaten mitwirken. Allem voran das Bundeswehr-Attraktivitätssteigerungsgesetz und, die meisten wissen das nicht mehr, das 7. Bundesbesoldungsänderungsgesetz. Sperrige Begriffe, die man da hört, und doch dahinter steht ein Dreiklang. Erstens bessere Arbeitsbedingungen, zweitens bessere Vergütung und drittens bessere soziale Absicherung für unsere Frauen und Männer in Uniform. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Dreiklang, er wirkt, und auch das ist wichtig heute zu betonen. Ob zivil oder in Uniform, seit Beginn der 90er Jahre ging der Personalbestand der Bundeswehr deutlich und drastisch zurück. Und wir haben den Rückgang mittlerweile durch die von der Frau Bundesministerin initiierte Trendwende, sie ist mehrfach angesprochen worden, gestoppt. Und die Anzahl der Zeitsoldaten hat sich in den letzten Jahren um 6.500 auch erhöht. Auch das ist ein zählbarer, messbarer und auch, wie ich meine, erwähnenswerter Erfolg. Das ist der richtige Weg und ein schlagkräftiges Indiz dafür, dass wir uns auf dem richtigen Weg auch befinden. Die wichtigsten Punkte für die aktiven Soldatinnen und Soldaten sind in der Debatte bereits ausführlich erwähnt worden. Ich verzichte darauf. Aber wenn ich hier schon angesprochen bin, dann will ich auch deutlich erwidern. Als Reservist und Reserveoffizier des Deutschen Heeres, mittlerweile im 38. Dienstjahr dabei und Präsident des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr, kann ich nur sagen, gilt mein und unser besonderes Augenmerk auch diesem Entwurf und vor allem den dort formulierten Verbesserungen für die Reserve. Und deshalb, Herr Kollege Kästner, an Sie, Sie haben ja quasi Ihren Vortrag uns hier zurechtgebrüllt.
hatten aber wenig in der Sache zu sagen und wenig Substanz. Und deshalb mein Rat an Sie, Politik macht man mit dem Kopf und nicht mit dem Kehlkopf. Lassen Sie sich das gesagt sein. Und deshalb will ich Ihnen mal sagen, ja, wir haben Wahlen, noch bin ich Präsident, alles gut, ich weiß, wie Sie unterwegs sind. Ich will Ihnen nur sagen, was passiert ist. Sie haben das nicht erwähnt, aber es gehört dazu. Februar 2015, Attraktivitätssteigerungsgesetz. Mai 2015, Verbesserungen im Unterhaltssicherungsgesetz. Heute können wir sagen, fast jeder Reservist, der Wehr übt, bekommt nahezu dasselbe Geld wie auch der Aktive über seine Bezüge. All das sind Verbesserungen, die wir erreicht haben. Wir haben das Besoldungsänderungsgesetz auf den Weg gebracht. Wir haben die Trennungsgeld- und Umzugskostenvergütungen verbessert und haben auch noch die Auslandsverwendungszuschläge, in denen auch Reservistinnen und Reservisten sind, deutlich angehoben. Ich will schließen. Ich fürchte, das führt jetzt zu weit, wenn Sie alle Erfolge haben. Nein, das will ich auch gar nicht, Frau Präsidentin. Die Redezeit ist deutlich überschritten. Dann noch ein Satz. Die Redezeit ist deutlich überschritten, mit Verlaub. Dann ist das so. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Veit, aber das war wirklich, Sie verstehen das, meine Aufgabe, auf die Redezeiten zu achten. So, ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 94, 91 und 99, 62 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sie sind damit einverstanden. Dann sind die Überweisungen so beschlossen. Und jetzt bitte ich die Kolleginnen und Kollegen, was sie schon tun, das schleunigst zu tun, die Plätze zu tauschen oder den Saal zu verlassen. Ich rufe auf. Die Tagesordnungspunkte 6.